Grüß euch zum neuen Video. Ja, heute wird es um eine kleine Hilfsarbeit gehen, wie man schon im Hintergrund vielleicht sieht. Ja, habe ich schon im vorigen Video mal erwähnt, dass wir die werden auf einen Holzspalter aufbauen als Hilfsarbeit. Und ja, nach einem Monat warten ist natürlich soweit. Da habe ich schon mal fleißig ausgepackt. Und zwar, das ist eine Hilfsarbeit von der Firma Bernardo. Das ist, denke ich, ein italienisches Fabrikat. Zwar, da ist auf der Seite ein Ölmotor angebracht, wenn man den da so sieht. Und innen drinnen ist natürlich beim Ölmotor ein Seil aufgewickelt. Das kann man da drin sehen. Und das wird eben durch eine Bewegung ausgespult. Und das wollen wir probieren zum Nachrüsten auf unseren Holzspalter. Wie man sieht, das ist eigentlich ein sehr massives Gerät. Mit den ganzen Hydraulikanschlüsse, die werden auch selber verpresst teilweise. Und ja, braucht man eine Druckleitung, einen Rücklauf, das wird jetzt angeschlossen. Und auf der Seite ist ein Steuerhebel, da ist so eine Raste, kann man dazu sagen. Und zwar, wenn man das jetzt hier einhängt, in diese Position, dann kann man am Seil anziehen. Und hier oben ist eine Metallklappe, wenn man da jetzt anzieht, drückt sich das rauf und der Hebel wird hinten betätigt. Also das muss man jetzt ein bisschen fester ziehen, das ist nur zur Demonstration. Und danach wird der Hebel halt nach unten gedruckt und somit wird der Ölmotor freigeben und das Seil wird ausgespult. Und wenn man jetzt natürlich einseilen möchte, wird das einfach ausgehängt, dann ist es natürlich frei, ist nicht mehr arretiert. Und dann, wenn man leicht nach oben drückt, wird es dann eingeseilt. Also kann man auch natürlich ein bisschen langsamer, dann hat man ein bisschen ein Gefühl. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Stangl da ein bisschen länger ist. Und ja, so ist mal das Grundprinzip. Und hier unten sind noch drei Hauptschrauben. Die werden dann an das angeschraubt. Hier ist noch eine Klemme, ein Bügel. Und hier vorne noch ein Arm, aber das wird man dann später eh sehen. Wie es circa ausschaut, damit es hier vorne auch einmal stabilisiert wird. Und ja, ist eigentlich ziemlich gut aufgebaut, auch relativ schwer, also circa 60 Kilo hat das Gerät. Das sieht man vielleicht nicht so, aber das ist schon ziemlich schwer. Und ja, dazu ist die Anleitung. Und da werden wir es jetzt schrittweise mal aufbauen. So circa schaut das dann noch aus. Und auch hier sieht man sehr gut. Am Holzspalter seitlich wird es befestigt. Und ja, da werde ich kurz mitnehmen, beziehungsweise mal das Endergebnis dann zeigen, wie das so ausschaut und wie kompliziert das circa ist. Passt, ich würde sagen, genug geredet. Weiter geht's. Ja, wie man sieht, habe ich schon angefangen, das Ganze aufzubauen. Und zwar hier oben wird das nämlich bei uns ein Spalter zumindest mit so zwei Klammern, mit einer großen Klemme und mit zwei Schrauben. Die waren zuerst kurz, da sind jetzt eine Gewindestange drinnen, M12. Wird einfach zu unserer Hydraulik-Tank aufgeschraubt. Und ja, ich finde, das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Da ist jetzt noch ein Holzkeil inzwischen, nachdem hier noch Verstärkung reinkommt. Da werden noch so eine Eisenträger reingeschnitten, damit es ein bisschen abstützen kann. Und hier vorne ist auch noch eine Halterung dran. Die wird dann circa so hinkommen, circa mittig. Oder beziehungsweise bei unseren wahrscheinlich etwas weiter beim Holzspalter, damit wir hier ziemlich bündig abschließen. Und dann wird hier wahrscheinlich noch Eisenplatten drüber kommen. Und damit man das auch befestigen kann und damit es da runterdrücken kann. Weil circa 500 Kilo und die ganze Last auf unseren Hydraulikblock ist wahrscheinlich auch nicht das Beste. Somit wird es hier noch angestützt. Und ja, auf der Höhe her schaut es nicht so schlecht aus. Ist eigentlich eh hoch genug, wenn man jetzt hier spaltet, damit dann das nicht im Weg ist mit der Haken. Und ja, jetzt werden da noch zwei so Eisenstücke reingeschnitten. Und ja, hier haben wir noch die Zange, was noch dazu kommt. Mit einer Öffnungsweite von ca. 70 cm. Die kann ich jetzt mal drauf machen.
war wieder eingehängt. Ja, so schaut das dann circa aus. Und ja, die hängt eigentlich ziemlich mittig. Und wie gesagt, da müssen wir halt schauen, wie es das noch ausgeht mit unserem Schalter hier, dass wir da nicht dagegen stoßen. Und ja, Öffnungsweite von ca. 70 cm. Also, das ist sicher genug. Und zu aller Not kann man ein Seil auch noch rumwickeln um einen Baumstamm. Aber ja, so ist einmal der Zwischenbericht. Wie gesagt, jetzt wird es noch verstärkt. Hinten die Verbindung und vorne wird noch Eisen angeschweißt, damit es ein bisschen stabiler ist. Da oben ist die Bedienung. Sieht man, wenn man ein Seil ausziehen möchte, muss man das reindrücken in der genauen Stellung. Und wenn man dann am Seil anzieht, wird der Hebel runtergedrückt. So, jetzt sieht man es glaube ich gut. Und hier nach unten ist wie gesagt das Lösen. Und wenn man dann seilen will, kippt man das Ganze aus. Und wenn man nach leicht nach oben drückt, wird es dann angezogen. Beziehungsweise das Seil zieht sich ein. Und ja, da kann man eigentlich hier mit Gefühl schön langsam und vorsichtig anziehen. Ja, und hier ist noch der Vorlauf, was mit Druck bestimmt sein soll. Und ja, hinten ist noch ein Rücklaufschlauch. Der wird noch zum Tank runtergeführt und der da muss noch zu unserem Steuerblock ergänzt werden. Das werden wir wahrscheinlich nicht selber machen, nachdem wir da ein paar verschiedene Verschraubungen brauchen. Und ja, der gehört da oben noch irgendwie um den Öltank. Hier ist noch ein Schrauben, Gott sei Dank, schon vorgesehen. Und ja, so schaut das jetzt circa aus. Wird dann noch ein kleines Endresümee geben. Und wie es dann fix fertig ausschaut, nur mal so als kleinen Zwischenbericht. Und ja, mit Anleitung ist nicht so schlecht. Ja, so ist der Zwischenbericht. Dass es wohl gleich lang wird. Passt, los geht's.